Hallo? Alles noch etwas neu für Erik Durm. Mit erst 21 Jahren, dafür aber stolzen 12 Bundesliga-Hinrundeneinsätzen, ist er einer der großen Profiteure des Dortmunder Verletzungspechs. Ansprüche würde er aber niemals stellen, als Ersatz von Marcel Schmelzer. Ja, ich denke, die Spiele waren ganz ordentlich eigentlich. So habe ich auch die Rückmeldung bekommen. Nichtsdestotrotz ist Marcel absoluter Stammspieler und Nationalspieler, das sollte man nicht vergessen. Und er hat Top-Leistung gebracht, jetzt 3-4 Jahre und soweit bin ich auf gar keinen Fall. Und von daher stelle ich mal gar keine Ansprüche und bin froh, wenn ich ab und zu ran darf durch die Doppel- oder Dreifachbelastung. Und alles andere sieht man dann. Er wird seine Chancen bekommen. In der vergangenen Saison hat der Youngster noch in der zweiten Mannschaft gespielt. In diesem Jahr war er schon 3-mal in der Champions League im Einsatz und gibt sich wie ein gestandener Profi. Wir fokussieren den zweiten Platz auf jeden Fall an, das ist auch unser Anspruch. Und in den Champions League weiterzukommen, DFB-Pokal natürlich auch, das ist klar. Und da freuen wir uns drauf und da werden wir alles dran setzen. Durm könnte in Zukunft eine größere Rolle spielen bei den Dortmundern. Im Sommer hat er seinen Vertrag vorzeitig bis 2017 verlängert und wird auf der Straße auch schon mal erkannt. Aber auch als Neuling weiß er, dass die Dortmunder in der Liga hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Ja klar, wir haben uns auf jeden Fall mehr erhofft. Wir wollten den Abstand zu den Bayern nicht ganz so weit haben, wie wir ihn jetzt haben. Aber ja, die Bayern spielen halt auch eine Saison. Da ist es sehr, sehr schwer, da dran zu bleiben. Das wissen wir auch. Die Bayern haben einen super Kader, eine super Breite. Und trotzdem haben wir uns mehr erhofft. Wir haben viele unnötige Punkte liegen lassen. Das wissen wir. Und ja, jetzt geht es halt daran, am Samstag nochmal 3 Punkte zu holen und dann in der Rückrunde so viele Punkte wie möglich zu holen.